Hey yo Leute, Fabs wieder am Start und nun mit meinem zweiten Video zum Elgarden Gate Update Part 2 und zwar jetzt mit dem Puppet Chino, den ihr hier jetzt sehnt oder seht. Also ich finde, er ist wirklich sehr gut designt. Ich finde auch die serienmäßigen Felgen hier, die er noch dran hat, habe ich ihn gelassen. Die finde ich sehr, auch sehr geil. Also an sich ist die Fahrzeugklasse einfach voll meins. Ich finde nur, ich weiß nicht was, aber ich finde irgendwas könnte man dem Auto noch dazu tun. Also ich finde irgendwas fehlt. Ich weiß irgendwie nicht was, aber ja. Also man kann auch wirklich sehr gut, sehr viel mit dem Auto machen. Also ihr könnt das Dach entweder ganz abnehmen, was ich sehr geil finde, also dass ihr hier ein Cabrio habt. Oder ihr könnt so ein Stoffverdeck drauf machen. Das ist richtig cool. Dann könnt ihr hinten dran noch wie beim, ich weiß nicht wer von euch dem, wer von euch der Name was sagt, beim Puppet Peugeot kann man ja hinten diese Plaketten hinmachen, diese Los Santos Dinger, kann man da auch hinmachen. Dann kann man hier auch noch so eine Radkappe dran machen, die ich aber weggelassen habe, weil ich finde, die ist mir zu schräg nach hinten, wenn ihr das seht hier, die von hier nach hier ist es mir eine zu große Schräge. Also das ist, da sieht dann total schräg aus, wenn man das macht. Ja, also er liegt ziemlich weich auf der Straße und ich finde jetzt von so sieht man das gar nicht so, aber von so sieht man das, ich finde, der sieht voll breit aus. Und das mag ich an so Autos eigentlich. Also er ist eigentlich ziemlich ähnlich nach dem Virgo oder wie man den ausspricht. Ist auch nicht gerade schnell, aber er hat einfach einen geilen Sound. Das ist eher so Chiller-Auto. Ja, also es hat wirklich sehr viele Tuning-Möglichkeiten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich zu dem Auto noch groß sagen soll. Weil, ja, also das ist einfach so ein Auto, wo jeder einen anderen Geschmack hat. Also die Leute, die einen Lowrider mögen, holen sich den halt. Und die, die ihn nicht mögen, holen sie ihn nicht. Oder, keine Ahnung, die Klassiker mögen, holen sie sich vielleicht auch. Ich finde ihn gut. Ich weiß nicht, wie oft ich den fahren werde. Ich hänge gerade total an dem T20, wie ihr vielleicht im letzten Video schon gemerkt habt. Ich bin voll ausgeflippt. Ja. Also wie gesagt, er fährt sich echt gut. Ich muss jetzt einmal, nutze ich die Gelegenheit, fahren zum LS Customs, ob meine Nummernschilder jetzt wieder verfügbar sind. Da hatte ich so einen Bug, dass die irgendwie nicht verfügbar sind, wenn ich bestellt habe. Ja, also er liegt auch echt weich auf der Straße. Er fährt sich gut. Hat auch eine, dafür, dass es, also es ist ein Muscle Car, was ich irgendwie ein bisschen seltsam finde, dass sie diese komischen Klassiker hier reinbringen und die dann alle Muscle Cars sind. Das irritiert, finde ich, leicht. Ich meine, das hier wäre jetzt für mich eher ein Muscle Car, verdammt, ein Klassiker. Ja, also er lässt, man kann echt viel mit ihm machen, aber ich habe ihn halt eher klassisch gehalten, auch weil ich Klassiker lieber mag, also die Stoßstangen verändern, so ein. Und was ich echt furchtbar finde, ist, dass man daran eine Wheelie Bar machen kann. Ich meine, Leute, oh mein Gott. Naja, meine Nummernschilder. Ah, ja genau, jetzt habe ich meine ganzen Nummernschilder nämlich wieder, das ist gut. Ja. Also wie gesagt, für Lowrider-Fans ist es ein sehr, also kann ich es echt empfehlen, weil es wirklich liegt schön auf der Straße und ich habe echt mal auf ein Auto gewartet. Was ich jetzt dazu sagen muss, ist vielleicht nur ein kleines Detail, aber auf diese Lichter, die so im Auto reingebaut sind, also so in den Heckflossen, darauf habe ich gewartet, auf so ein Auto. Das wäre auch beim, finde ich, beim Virgo der Bringer gewesen. Wenn der solche Lichter gehabt hätte, dann, oh mein Gott, dann wäre ich wahrscheinlich nur noch mit diesem Auto gefahren. Ja, ich weiß nicht, was ich zu dem Auto jetzt noch groß sagen soll. Also es ist wirklich sehr geil. Ich finde, ich bockt sich auch, sieht sehr geil aus, kann bestimmt gut, was ich für meine Facebook-Fotoseite werde ich das bestimmt ein paar Mal verwenden, da ein paar Bilder machen. Genau, hier der neue Radiosender, das werdet ihr nicht hören, aber nur, dass ihr das mal seht. Und ja, dann mein nächstes Video werde ich machen mit dem Coil Brawler. Bin ich noch nicht wirklich gefahren, ich bin nur vorhin getunt, aber da musste ich weg, dann habe ich ausgemacht, den werde ich auf dieser Geländestrecke mal testen. Also wenn ihr das Video seht, dann fahre ich den selber da auch gerade zum ersten Mal. Also bis zu diesem Video, bis dann, haut rein.